Wir sind überall. Natürlich müssen wir halt, aber doch nicht auf Kosten der deutschen Bevölkerung. Es sind nicht alle rechts, aber sie lassen sich auf die rechte Seite ziehen. Wer Menschen aus unserem Land und aus unserer gesellschaftlichen Mitte ausgrenzen will, der hat sich längst selbst ausgegrenzt. Ich begreife manchmal nicht, warum Leute, die ich schon 10 Jahre kenne, warum die von heute auf morgen extrem rechts geworden sind. Das genau geschieht gerade in unserem Land, angefeuert von Regierung und Medien. Es wird zum Hass gegen einen Teil der Bevölkerung aufgestachelt. Ich meine, warum sind denn die Bauern auf der Straße, die Handwerker, all die Menschen hier? Sonneberg ist und bleibt das Widerstandsnest in Mitteldeutschland! Ich bin für eine längere Recherche schon öfter in Sonneberg gewesen. Seit letztem Jahr, seit letztem Sommer eigentlich, beobachte ich dort die Situation. Angefangen hat alles im Wahlkampf dort um das Landratsamt. Stichwahl: AfD gegen CDU. Das ist in der ganzen Republik wahrgenommen. Wir sind stolz als Thüringer, diesen großen Schritt von der Gesamtpartei gemacht zu haben. Robert wird eine super Arbeit machen. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hat diese Wahl gewonnen. Mit 52,8% hat er sozusagen die absolute Mehrheit vor Ort auf sich vereinen können. Der erste Landkreis, der in der Bundesrepublik blau eingefärbt ist, damit der erste Landrat der Bundesrepublik und der erste Landrat im Landkreis Sonneberg. Grund für unsere Reise war, dass es dort am Sonntag erst eine Demo gegen rechts gab und am Tag darauf eine Demo von AfD-Unterstützern. Und diese Besonderheit, die ja vor allem auch in den ostdeutschen Kleinstädten, im ostdeutschen ländlichen Raum besonders interessant ist, dieses Aufeinanderprallen von Demos gegen rechts und Demos für rechts, wenn man so möchte, das fanden wir interessant und deshalb sind wir nach Sonneberg gefahren. Also die Demonstration ist richtig, weil wir brauchen keine Nazis mehr im Land. Aber warum die Leute solcher Personen wählen, das wird nie dazu gezocht und da wird von der Politik nicht reagiert. Und es sind ja die meisten, wo die AfD gewählt haben, möchte ich sagen, sind das die sogenannten Protestwähler. Und das ist halt meiner Ansicht nach aber auch falsch. Man kann nicht als Protest eine rechtsradikale Partei wählen. Und damals die Flüchtlingskrise war. Und die haben alle mit einmal dann die ländlichen Gegenden steckt. Das war vor allem für die älteren Bürger war das sehr schwierig. Ja. Ich möchte auch nicht, dass mir jemand hilft, wenn bei uns Krieg wäre oder so. Aber die haben halt in Berlin viel her und haben hier auch viel her. Und dass Sonneberg oder der Landkreis da nicht so klar mitkommt wie eine Großstadt, ja, das ist ja verständlich. Aber so Gegendemonstrationen wie heute, die gibt es halt selten bei uns. Es gibt in Sonneberg, wenn man mit den Menschen spricht, ganz viele Leute, die sagen, dass der Riss durch die Familien geht inzwischen. Dass es halt den Onkel, den Vater, den Bruder gibt oder die Cousine, die oder der AfD wählt, dazu steht und das auch immer lauter, immer selbstbewusster auch vorträgt. Eher aufpassen, das hört man oft, viele passen auf, wem sie was sagen, wie sie sich äußern, ziehen sich zurück und haben Angst auch zum Teil vor der lauten Konfrontation. Und jetzt aber ist es doch das erste Mal seit längerer Zeit, dass eben auch durch diese Demos gegen rechts in der ganzen Republik die Leute in Sonneberg auf die Straße gegangen sind. Und das ist eben ein Event gewesen für viele, die dann eben gemeinsam auch mit den Menschen aus den Nachbarortschaften protestiert haben. Wir wollen mehr Demokratie am Arbeitsplatz, wir wollen mehr Demokratie in der Gesellschaft.
Und vor allem sind wir eins, ganz klar antifaschistisch. Genau! Ich finde es ganz, ganz wichtig, Gesicht zu zeigen. Dass die Leute hier auch mal eine Stimme bekommen, die nicht rechtes Gedankengut haben. Und dass die AfD auch sieht, hey, wir sind auch viele. Durch meine Arbeit in der Flüchtlingshilfe merke ich es auch immer wieder von meinen KlientInnen aus, die mir erzählen, dass sie immer mehr Rassismus ausgesetzt sind. Ich bin 1989 nicht auf die Straße gegangen, damit wieder so eine Diktatur entsteht, wie sie damals war. Wissen Sie, ich bin in einem Alter, wo ich das vielleicht nicht mehr erlebe. Aber das spielt ja keine Rolle. Es geht um unsere Kinder. Es sind nicht alle rechts, aber sie lassen sich auf die rechte Seite ziehen. Das war zunächst eine Überwindung für mich. Aber für mich war es dann einfach notwendig. Und dann wünsche ich uns jetzt allen Leuten auch zu zeigen, ich bin auch da. Und das Schild habe ich heute schnell in meiner Werkstatt angefertigt. Wir sind dafür verantwortlich, dass es nie wieder so wird. Mein Gefühl ist, dass es natürlich immer hart ist, wenn Leute gegeneinander auf die Straße gehen. Das ist jetzt nichts, was erstmal versöhnlich ist, ne? Da prallen die Leute aufeinander. Aber vielleicht ist diese Form der Auseinandersetzung jetzt auch wichtig, weil diese sogenannten Montagsdemonstrationen, man will diesen Ausdruck ja eigentlich gar nicht verwenden, weil der in Ostdeutschland ja auch eine historische, sehr wichtige andere Bedeutung hat. Diese Demonstrationen sind ja immer da. So wie es hier steht, genau darum geht es. Keine Verantwortung, einfach wird irgendwas beschlossen, morgen wieder rückgängig gemacht, die nächsten Geschichten kommen, keiner weiß, wo das Geld herkommt, die Leute sind dermaßen verunsichert. Es macht natürlich was mit so einem Ort, wenn da jeden Montag oder jeden zweiten Montag Menschen auf der Straße sind und Trommeln und Trillerpfeifen betätigen und mit Deutschlandfahnen durch die Gassen ziehen. Das verändert was. Das, was in Ostdeutschland passiert, ist nichts anderes als der Kampf um die Straße. Und wenn man so will, der Kampf um die Hegemonie, der Kampf um die Deutungshoheit, wer ist die Mehrheit, wie sind wir, wer sind wir? Und das ist das, was in Sonneberg gerade neu verhandelt wird. Wir sind überall. Arrest Anthony Fauci! Machen wir uns nichts vor, die AfD ist rechts, wie es rechter kaum geht. Und wer sie wählt, unterstützt sie oder ist einer von ihnen oder nimmt es zumindest billigend in Kauf. Es ist reiner Rassismus und sonst gar nichts. Mit meiner Hautfarbe, mit meiner Herkunft, meiner ursprünglichen Herkunft meines Vaters, hätte ich nach deren Ansicht in diesem, unserem Lande, nichts zu suchen. Und ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Ich möchte gern wissen, was diese Leute besser macht als mich. Sonntag,
bei der Demonstration gegen rechts, da standen dann rundherum Grüppchen von Leuten, die eher auf der Demonstration am Montag öfter Gast sind, wie Beobachter, Leute, die ein bisschen grimmig geschaut haben, die ja, sich das mal angeguckt haben, aber natürlich auch Wirkung entfacht auf die Leute, die gegen rechts demonstrieren. Das sagten mir dann auch Leute im Gespräch. Aus meinem Freundeskreis kann man sagen, die Hälfte ist wirklich richtig rechts. Wir treffen uns einmal in der Woche und da ist es jedes Mal ein Streitthema. Nicht, dass ich komplett gegen rechts bin, aber man kann nicht einfach das nachplappern, was man gerade so aufs Handy gespielt kriegt. Denn hier stehen keine Logos. Hier stehen Menschen, die sich aus eigener Entscheidung für etwas einsetzen, die sich für uns alle einsetzen. Du musst dich nicht in eine der Schubladen stecken lassen, wie es so gerne versucht wird. Du bist nicht linksgrün, weil du Antifaschist bist. Und du bist auch nicht automatisch radikal, weil du Antifaschist bist. Die letzten Sonntag, wo in ganz Deutschland die Leute aufgestanden sind, das sind keine Fakes. Und wenn dann gesagt wird, ja, das Fernsehen kann man nicht mehr gucken, alle berichten nur noch falsche Sachen. Ich gucke weiterhin die Tagesschau. Weil wenn man komplett alles leugnet, was ist denn da noch? Sonneberg zeigt Gesicht, ist in Erscheinung getreten mit Corona. Mit dem ersten Sommer während Corona gab es die ersten Aktionen. Und damals richtete sich dieser Verein natürlich hauptsächlich gegen die Maßnahmen der Bundesregierung, um die Pandemie einzudämmen. Irgendwann ging es ums Impfen, dann ging es ums Testen, dann ging es um die Maskenpflicht, die Ukraine und um Russland. Und jetzt geht's dann, Heizungsgesetz war auch so ein großes Thema. Vor allem treten sie auf als ein Verein, der Demonstrationen organisiert, dazu aufruft. Und das hat sich dann gehalten, das hat sich verstetigt. Da kamen unterschiedlichste Leute zusammen bei Sonneberg zeigt Gesicht. Inzwischen ist es aber, würde ich sagen, ein Verein, den man eigentlich der AfD so zuschreiben kann. Herzlich willkommen wieder hier auf dem Rathausplatz am Mardich! Falco Graf ist jemand, der auch schon im Wahlkampf mit Robert Sesselmann sehr aktiv war, der für ihn Wahlkampf gemacht hat, der die Stände mit aufgebaut hat und eingeheizt hat, ein redenbegabter Rhetoriker, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken möchte. Wir starten ganz ewig, nein, Mardich mit der Jana! Jana ist aus Schalken und stellt sich jetzt einmal selber für. Danke, Jana. Dennoch haben viele, sehr viele, zu viele unserer Mitbürger noch nicht kapiert, dass sich in unserem Land was ändern muss. Und die bereit sind, dafür den Arsch hochzukriechen und zu handeln. Ich bin nicht fremdenfeindlich, rassistisch, rechts oder was denn da sonst noch unterstellt wird, wenn man seine Meinung sagt. Ich bin auch dafür, dass man helfen muss, wo halt Hilfe notwendig ist. Aber haben wir mit uns nicht genug zu tun? Haben wir keine echten Probleme? Natürlich müssen wir helfen. Aber doch nicht auf Kosten der deutschen Bevölkerung. Mein Name ist Ingo Schröers, ich bin im Vorstand von Sonneberg zeigt Gesicht und heute der stellvertretende Versammlungsleiter hier. Wir haben in der Vergangenheit äußerst schlechte Erfahrungen mit Redakteuren gemacht, die nur hergekommen sind, um uns auf wirklich bösartige Weise zu framen. Der Ingo Schröers heißt er, sagte mir, dass er für einen AfD-Abgeordneten arbeitet. Und diese beiden Männer inzwischen sprechen dann auch auf den Demonstrationen, sind sozusagen die Gesichter von Sonneberg zeigt Gesicht. Die lassen unterschiedlichste Positionen auch zu. Also es geht jetzt nicht alles immer nur um AfD-Parteiprogramm oder Programmatik. Da sprechen manchmal auch
Menschen, die ihre Sorgen teilen darüber, dass die Krankenkasse ihre Kosten nicht richtig übernimmt oder dass die Strompreise zu teuer sind. Aber immer wieder treten halt auch Leute auf, die richtig gefährliche Sachen sagen. Unter anderem war einmal Robert Sesselmann bei einer Demonstration auch der Landrat. Das war noch bevor er Landrat war, trat er mal auf und sprach vor den Bürgerinnen und Bürgern in Sonneberg und sagte unter anderem, dass die Bundesrepublik Deutschland ja nichts anderes sei als ein US-Marionettenstaat. Und wir sollen als Bundesrepublik, als Marionettenstaat für die Politik, als verlängerter Arm der US-Politik dienen. Und dagegen, meine Damen und Herren, müssen wir uns wenden, weil wir müssen zunächst an unser Land zuerst denken. Da stehen Menschen mit Thor Steiner Pullovern mit Lanzer hier vorne drauf und einem großen Adler. Also Leute, die gar kein Hehl daraus machen, wie rechts sie sind, wie rechtsextrem sie sind. Ich meine, es ist so, dass wir von Anfang an immer als rechtsradikal geframed wurden. Erst von der Lokalpresse und in dem Maße, wie wir mehr Aufmerksamkeit erregt haben, dann auch von überregionaler Presse. Und erstens aus Überzeugung und zweitens auch, um dieses ganze miese Framing zu vermeiden, verbieten wir nicht nur selbstverständlich verfassungsfeindliche Symbole, sondern auch alle Fahnen, die diesen Eindruck erwecken könnten bei Leuten, die sich mit der Fahnenkunde nicht so gut auskennen. Das war das Es macht was mit einem, wenn man jede Woche, glaube ich, neben diesen Menschen steht und dann dieses Weltbild letztendlich reinsickert in deine eigene Weltanschauung und man sich jede Woche diese Reden anhört, dann die Kanäle auch abonniert in den sozialen Netzwerken, die anderen Nachrichten liest, die anderen Nachrichten hört und sich die unterschiedlichsten YouTube-Links hin und her schickt in den unterschiedlichsten WhatsApp- und Telegram-Gruppen, dann verändert das auf lange Sicht den Blick, mit dem man auf die Welt schaut. Die Medien sind doch seit vielen Jahren, brechen die nicht ordentlich. Sie berichten nicht transparent, sie berichten das, was in Berlin gehört werden sollte. Und das ist das große Problem. Und viele Leute, viele Handwerker wie wir sehen das da, wir hören das da. Aber seit 2 Jahren ist das völlig aus dem Ruder gelaufen. Sie machen in Berlin einfach, was sie wollen und das geht nicht. Und es wird auch nicht gut gehen. Ich hoffe nur, ich betone das nochmal, dass es friedlich bleibt. Und auch in den Medien müssten mehr Vertreter, zum Beispiel von den Beteiligten hier mal gehört werden, dass die Möglichkeit zur Diskussion besteht mit unseren Volksvertretern. Der Gegner ist die korrupte Elite aus Politik und Medien, Anwesende gerne ausgenommen. Sie müssen sich natürlich anziehen, wenn sie einfach objektiv berichten. Und von denen werden wir alle verraten und verkauft, ganz gleich, ob wir ihnen noch glauben oder ob wir sie längst durchschaut haben. Die neue Rechte hat ja ein riesiges Angebot da entwickelt, hat das ja als politischen Kampf seit Jahren schon, führt sie den ja. Und viele informieren sich regelrecht nur noch dann über diese Kanäle. Da wir keine Regenbogen vorne dabei haben, machen wir das zu der Deutschlandfahne, die deutsche Nationalhymne. In Sonneberg und vor allem dieses Amt in Sonneberg, was die AfD erlangen konnte, ist für die Partei in Thüringen und für die Partei in ganz Deutschland
enorm wichtig. Auch wenn es ein sehr kleiner Landkreis ist. Es ist, glaube ich, der zweitkleinste Landkreis in ganz Deutschland. Aber hat eine riesige Bedeutung, weil die AfD ja vor allem in Thüringen sehr bekannt ist als besonders radikal. Sie wird ja nicht nur dort vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, aber dort wurde sie als erstes als solches eingestuft. Und sie hat mit Björn Höcke natürlich einen Parteichef, der allen bekannt ist als besonders radikaler. In Thüringen allerdings möchte die AfD jetzt, und das ist die Strategie vielleicht hinter dieser ganzen Geschichte, warum sie auch mit Robert Sesselmann einen relativ prominenten Kandidaten im Landratswahlkampf überhaupt geschickt haben. Der war vorher Landtagsabgeordneter, also war eigentlich, wenn man so möchte, in der politischen Karriereleiter weiter oben. Der Posten ist deshalb wichtig für die AfD, weil sie sich dort dann präsentieren kann, wenn es alles ruhig bleibt, wenn keine Skandale zutage treten, dann kann die AfD argumentieren, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn sie mal Ämter einnimmt, wenn sie an der Macht ist. Und das ist die Idee, dass man sagt, wir möchten hier diese kommunalen Ämter immer mehr besetzen, wir möchten uns von unten normalisieren, wir möchten, dass die Gesellschaft uns akzeptiert immer mehr als normale politische Kraft. Und je mehr Landkreise, je mehr Landratsämter wir einnehmen, desto normaler erscheinen wir dann irgendwann. Und dann wird am Ende kein Weg mehr an uns vorbeiführen, auch auf höheren politischen Ebenen. Zu Zeiten von Kohl und so, wenn da ein Politiker Mist gebaut hat, dann hat die Presse das verfolgt und hat das offengestellt. Und jetzt bekommt man ein sehr einheitliches Bild von den Medien, egal von welchem Medium. Ich meine, warum sind denn die Bauern auf der Straße, die Handwerker, all die Menschen hier? Das ist doch keine Dollerei. Dankeschön. Dadurch, dass sich eben eine klar rechte Gruppe sehr laut äußert, trauen sich dann die Einzelnen, die auch Antifaschisten sind, eben das nicht. Man muss das einfach machen. Also ich fühle mich verpflichtet, das zu tun und mich da öffentlich zu positionieren, weil alles andere wäre dieser Angst nachgeben und den Rechten, die diese Angst nicht haben, einfach das Feld zu überlassen.